Was geht, Leute? Willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal. Und ich bin gerade nicht so in Stimmung. Ihr seht es vielleicht an meiner Tonlage gerade. Und zwar, Leute, das ist wirklich ein ernstes Thema. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich verlasse die Höllenkrieger. Ja, ihr habt es richtig gehört, Leute. Es fällt mir wirklich schwer, das jetzt zu sagen. Ich werde mein Schwein verlieren wahrscheinlich. Mein Schweinchen, meine Familie. Und Leute, ich kann es euch mal erklären. Also, ich und Kiro sollen, naja, jemand verbannen von den Höllenkriegern. Und da habe ich mir gedacht, naja, wen sollen wir verbannen? Wen? Und das Ding ist, Leute, ich kann das nicht über mich bringen. Ich weiß, ich habe schon viel Scheiße gebaut. Ganz schön viel Scheiße auf der ganzen YouTuber-Insel insgesamt, Leute. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich einfach die Höllenkrieger verlasse. Weil es macht wirklich keinen Sinn mehr. Es macht wirklich keinen Sinn mehr, Leute. Ich sag euch so, wie es ist. Es macht keinen Sinn mehr für mich. Es macht wirklich allgemein, Leute, keinen Sinn mehr, weiterzumachen als Höllenkrieger. Nach dem, was ich getan habe. Jeder hasst mich. Jeder hasst mich, Leute. Da Mira eh gesagt hat, wir sollen jemand verbannen von den Höllenkriegern, habe ich mir gedacht, komm, verbann mich, wir verbannen einfach mich. So, dann ist nichts mehr los, dann können die Höllenkrieger weitermachen, können sie dies machen, können sie das machen. Kiro ist sogar online, Leute, ich gehe gleich direkt mal zu ihnen. Sag euch ehrlich, ich finde es ein bisschen schade, dass das jetzt alles vorbei ist, also es fällt mir sehr schwer vom Herzen, Leute. Es ist sehr, sehr schwer, das zu sagen, dass ich die Höllenkrieger verlasse. Ich werde sie verlassen. Ich werde auch später mit Mira reden und ihr sagen, dass ich mich auswähle, um mich zu verbannen. Niemand anderes. Die anderen können gerne weitermachen hier. Die können Spaß haben auf der YouTuber-Insel. Aber ich werde als Höllenkrieger austreten. Offiziell werde mein eigenes Ding machen. Okay, Leute, ich liebe die Höllenkrieger. Ich liebe die Höllenkrieger wirklich vom Herzen, aber ich kann es nicht rüberbringen, meine Familie verbannen, Leute. Weil ich war ja der Grund, weshalb das jetzt ist. Ich bin der Grund, weshalb das ist. Ich habe mich mit Mira angelegt, wurde dann eingesperrt. Kiro wollte mich befreien als Höllenkrieger. Ich als Höllenkrieger und er als Höllenkrieger. Er wollte mich befreien. Dann haben wir beide die Strafe bekommen und dann, was soll man sagen? Da habe ich einfach selber Schuld. Ich habe selber Schuld, Leute. Hier jetzt direkt mal zu Kiro. Mal gucken. Vielleicht ist er auch hier schon irgendwo. Ich glaube, er ist safe beim Alpha Tower. Ich hoffe, er wird wirklich da sein, Leute. Es ist wirklich schwer, das zu sagen. Es tut einfach weh. Es tut einfach wirklich... Da ist Kiro. Kiro! Ey, Kiro, bist du da? Hey. Kiro. Hallo? Ja? Was geht? Was ist los, Alter? Ja, Kiro, du weißt ja, komm erstmal mit, komm erstmal hier. Wir gehen zum Pult hier. Und das Ding ist, du weißt ja, wir sollten... Warte. Du hast noch nicht den Redestock. Den Redestock, okay, dann den Redestock halt nehmen. Jetzt kannst du reden. Kiro, also ich sag dir ehrlich, für manche wird es gut sein hier auf der YouTube-Insel, für manche nicht. Manche werden traurig sein. Mhm. Du weißt ja, wir sollten jemanden verbannen von den Höllenkriegern, richtig? Ja, Bro. Wegen mir. Das ist mies. Weil ich im Gefängnis war... Ja, hab's alles eingebrockt, kann man schon sagen. Hab ich recht? Ich ja eigentlich auch, weil ich dich befreit habe. Ich hätte nicht so. Ja, und dann ist was passiert. Mira hat gesagt, wir sollen jemanden verbannen. Einfach von unserer Familie und Kiro. Bro, das geht nicht. Ja, wir können niemanden verbannen. Ich will diese Entscheidung nicht haben, Bro. Das macht mich so fertig. Kiro, komm mal mit. Du weißt ja, wir hatten eine sehr lange Phase hier als Höllenkrieger. Als gute Freunde so. Manchmal haben wir gestreitet, manchmal nicht. Und Kiro... Ja, ich habe wegen dir das Item verloren. Ja, du musst verstehen, es ist nicht immer perfekt so. Vielleicht bist du jetzt glücklich so, dass ich weg bin vielleicht. Dazu kann ich dir gleich noch mehr sagen. Sollte ich weg sein? Da kann ich dir gleich noch mehr zu sagen, okay? Also, wir haben wirklich viel erlebt. Was ist das schon wieder vor, wir haben oft was gesprengt. Wir haben sehr oft Scheiße gebaut. Wir haben Sue gefangen genommen. Wir haben dies, wir haben das gemacht. Das Ding ist, Kiro, ich habe mich jetzt entschlossen, ich will niemand von unserer Familie verbannt. Deswegen werde ich jetzt verbannt. Ich trete den Höllenkriegern aus. Nee, Bro. Doch, Kiro. Nee, akzeptiere ich nicht. Nein! Wir können... Ganz einfach akzeptiere ich das nicht, weil du auch ein Höllenkrieger bist. Du gehörst genauso zur Familie, Bro, Alter. Was aber wegen mir müssen wir jemand verbannen. Wegen mir, ich habe zu Mira gesagt, du dumme Kuh, du kannst nichts. Ich wurde schon gebannt, aber habe weitergemacht. Ja, und dann wurde ich eingesperrt, hab's immer noch nicht verstanden. Du hast mich befreit und wegen mir müssen wir jemand verbannen. Und ich sehe es nicht ein, dass wir wegen mir... jemand verbannt. Ja, okay, warte mal. Was hat dich jetzt überhaupt nochmal zu dieser Situation gebracht, dass du eingesperrt wurdest? Ja, das Ding ist,
Ich war öfter frech zu Mira. Ich habe die ganze Zeit gesagt, sie kann nichts und sie... Wieso sagst du auch sowas zu ihr? Ja, ich weiß es nicht. Ich dachte, ich wäre der Krasseste. Sie ist unsere Meisterin, Alter. Ja, ich weiß. Ich dachte... Guck mal, ich dachte, ich wäre der Krasseste, aber... Was soll man sagen? Oh, bist du nicht. Ja, ich merk's doch auch schon. So krasser als Mira geht nicht, Alter. Sonst kommt Erdrutschmann und dann bist du beerdigt. Digga, Beule, du... Beule, Digga, jetzt hör auf mit der Scheiße. Kiro, Bro, ich sag dir so, wie es ist. Es tut mir wirklich leid. Wir müssen später nochmal zu Mira... Aber komm, haben wir die Tafel da noch? Also die Tafeln von den ganzen Leuten, die wir sozusagen verbannen wollten. Wir können nochmal zusammenfassen. Ich sag dir ehrlich, es tut weh. Ja, ich hab. Wir können nochmal zusammenfassen, was wir mittlerweile an Informationen gesammelt haben. Seit 2-3 Monaten bin ich an diesem Faden. Alpha-Clan, Höllenkrieger, immer mit den gleichen Personen, Kiro. Und ich muss es diesmal wirklich tun. Ich muss es tun. Oh, zum letzten Mal. Es macht gar keinen Sinn. Bro, es wegen mir. Wer würde. Was ist der Tür los? Geh weg! Creeper hat einfach einen Mechanismus ausgelöst, Alter. Das konnte nicht mal Schatten kriegen. Ja, wie gesagt, Kiro, wegen mir haben wir das alles eingebrockt. Wir müssen einen Höllenkrieger verbannen, der nichts getan hat. Der wirklich nichts getan hat, Kiro. Der uns immer geholfen hat. Der nie gegen Mira geschossen ist wahrscheinlich und nie was getan hat. Schau mal, wir würden Beule killen. Würden Alpha-Steinchen kicken. Ja, aber guck mal, die Argumentation gegen Beule ist halt so, Bro, also er ist halt so größenwahnsinnig, okay? Und er ist sogar so größenwahnsinnig, dass er schon auf mich losgegangen ist, obwohl ich gesagt habe, Bro, lass das so. Guck mal, das... Also, keine Ahnung, das ist halt alles in meiner Entscheidungswierigkeit. Es tut schon weh. Es tut schon weh, dass du sagst. Guck mal, ich kann nicht meinen richtigen Satz zusammenfassen. Ja, ich check es schon. Kiro, das Ding ist, wir haben viel durcherlebt, wir waren gute Freunde, sind es hoffentlich gerade so, wir müssen jemanden kicken, normal, wir beide, aber was ist, wenn du einfach sagst, ich muss gekickt werden, genau wie ich sage, dass ich gekickt werden muss, Kiro, ich sag dir echt, es ist nicht so schlimm, wie es vielleicht aussieht so, mein Schweinchen ist zwar weg dann wahrscheinlich, der backt gerade ein bisschen. Der ist wahrscheinlich weg. Ja, aber er bedeutet ja auch genauso viel. Das ist meine Familie, dann ist noch ein Familienstück weg, so. Aber, Bro... Und kannst du dich daran erinnern, als die Schilder hier über unsere Namen Pro und Kontras dran standen? Da war nur Gutes. Bro, nur Gutes, aber wegen mir ist das alles passiert. Guck mal, wir haben schon Leute aufgestellt, hier, Kontra, dass sie... Wir haben gegen die geschossen. Würden wir als Höllenkrieger von unserer Familie gegen die schießen? Würden wir das jemals tun? Nein. Würden wir nicht. Hab ich recht? Ja, ich muss kurz nachdenken. Ja, Leute, also wie gesagt, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Es tut ein bisschen weh, das jetzt zu sagen, dass es jetzt vorbei ist mit den Höllenkriegern. Ja. Mann, ich will das nicht. Auf damit, auf das zu sagen. Nein, Kiro. Es tut mir leid, okay? Es tut mir leid. Ja. Ich muss es tun. Du gehörst zur Familie jetzt, verdammt nochmal, Alter. Du gehst nicht von den Höllenkriegern. Hast du mich verstanden? Bro, ich sag dir ehrlich... Ich habe auch hier was bekommen. Das schenke ich dir gerne. Guck mal, wenn du kein Höllenkrieger wärst, Josef würde dich jetzt zerpflücken. Bro, wir haben es Mira noch nicht gesagt. Guck mal hier. Nix. Ich schenke dir jetzt das hier, was ich von Tobi bekommen habe. Was heißt von Tobi? Wir haben Hide and Seek gespielt. Ich habe gewonnen. Tobi. Du hast ja vom Event. Ja, hier. Das kriegst du geschenkt, wie gesagt. Eigentlich, ich wollte das behalten für mich. So als Höllenkrieger für uns, ehrlich gesagt. Und da ich ja jetzt wahrscheinlich da keiner mehr sein werde... Bro, ja, egal, ich werde das Buch aufbewahren so, aber es ändert trotzdem nichts, dass du ein Höllenkrieger bleibst, ganz einfach. Kiro, bitte, lass es einfach tun. Nein. Ich weiß, vielleicht macht es dich traurig oder weiß ich Bro, auch nicht. Bro, was ist, wenn du dich dafür entscheidest, das ist dann auch schon wieder entgegen dem, was Mira gesagt hat, weil wir beide haben die Aufgabe bekommen, dass wir beide entscheiden sollen, Kiro, wer rausfliegt. Ich erzähl dir mal was. Du kannst das nicht allein, ohne meine Einstimmung kannst du das nicht machen. Ich erzähl dir mal was, Kiro. Bro, bitte sag einfach ja. Mira hat gesagt, mein Erzfeind soll mich aus dem Gefängnis befreien. Was ist, wenn mein Erzfeind ich selber war? Aber ich war zu dumm dafür. Ich habe die ganze Zeit rumgeheult, anstatt zu sagen, ja, ich geh raus. So mit. Ich bin wusste mir es selbst der größte Feind, hättest du sagen müssen. Ja. Habe ich nicht getan? Das habe ich nicht getan. Ja, weil es auch keinen Sinn ergibt. Das es ergibt einfach keinen Sinn. Kiro, es ergibt vollkommen Sinn. Und dann hast du mich befreit. Und ja, komm, dann sprich doch mit Mira. Sag doch, ja, okay, ich gehe jetzt raus. Kiro, stimme bitte einfach zu. Dann macht es nicht schwer, jemanden zu kicken. Hast du einen Namenboss? Warte mal. Komm bitte, mal zu Steinchen. Es wird dann wirklich nicht schwer, jemanden zu kicken, Bro. Es ist einfach...
Ich will es einfach nicht mehr. Ich habe zu viel Scheiße gebaut, Bro. Ich kann das nicht. Oh, wenn du es unbedingt brauchst, wenn du es unbedingt willst, ich werde nicht dabei sein. Gib mir einfach eine Einverständniserklärung von Mira, bitte. Das würde mir wirklich reichen. So, hier, guck. Hast du ich habe ja, hier bestimmt. Eine Unterschrift gemacht. So, auch wenn ich es nicht gut finde, aber dir, mir egal. Mach. Das wird sowieso nichts bringen. Bro, Kiro, ich gehe jetzt einfach zu ihr. Wünsch mir Glück. Ich will nicht, dass wir jemanden kicken, nö. Okay? Ich kick mich einfach selber. Bitte, okay? Nein. Es tut mir leid. Keine Zustimmung. Keine Entlassungspapiere. Kiro, nein, du darfst nicht nach Mexiko auswandern. Nein. Nein, Kiro, geh, bitte. Red mit Mira. Ich glaube, du findest das als Spaß. Ja. Ich sag dir ehrlich. Nein. Kiro, es ist wirklich... Es ist lass mich in Ruhe. Es ist kein Spaß. Lass mich dir jetzt in Ruhe. Nein, geh Mira vor Laber. Lass mich in Ruhe. Kiro, bitte. Es tut mir leid, okay? Geh weg. Es tut mir leid, lass mich in Ruhe. Bisschen. Mach, was du willst. Kiro, tschüss. Leute, ja, ich sag euch ehrlich, es ist vorbei. Gar nichts sag ich. Aber ich verlasse jetzt die Höllenkrieger. Ich gehe auch direkt zu Mira jetzt. Ich suche sie jetzt. Ich hoffe, ich werde sie finden. Ich hoffe, sie wird verstehen, dass ich das nicht mehr kann. Ich habe zu viel Scheiß gebaut. Das ist alles meine Schuld. Leute, boah, es leckt gerade ein bisschen. Mach mal Shade aus. Ich sag euch ehrlich, Leute, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich hoffe, Mira wird mich erreichen. Mira! Mira, bist du da? Mira? Nein. Wo bin ich? Es ist dunkel, Leute. Mira? Mira! Bist du da? Hallo, Snoopy. Mira, hallo. Was geht, Mira? Geht's dir gut heute? Ich hoffe natürlich schon. Ich will ein ernsteres Thema mit dir besprechen, okay? Was bist du? Hast du schon gemerkt, dass ich was von dir will? Wahrscheinlich schon. Du hast mich hierher teleportiert. Du hast ja gesagt, wir haben eine Woche Zeit. Genau eine Woche. Um zu sagen, naja, wer gebannt werden soll von den Höllenkriegern. Und das Ding ist, Mira, naja, wir haben eine Entscheidung getroffen. Wir haben eine Entscheidung getroffen, Mira. Direkt nach ein, zwei Tagen. Und die wäre? Ja, Mira, es ist ein bisschen traurig für mich. Ich merke, dass ich ein bisschen weine, ein bisschen traurig bin. Kannst du es dir vorstellen? Naja, wir haben überlegt, Eule kämpft für uns. Ist ein bisschen nervig. Alpha-Steinchen ist auch ganz okay. Und wegen mir bin ich ja, ich war ja im Gefängnis, Mira. Ich war im Gefängnis und... Zu Recht. Zu Recht, weil ich dich beleidigt habe. Dann hat Kiro mich befreit. Ja, und es war meine Schuld, dass wir das überhaupt machen sollten. Ich sollte... Mein Erzfeind sollte mich befreien. Hätte ich dich gar nicht beleidigt, wäre sowas ja auch nicht passiert, weißt du? Und das Ding ist dabei, sag dir ehrlich, es ist alles meine Schuld. Was überhaupt passiert auf der Insel, denke ich mal so grob. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, Mira, was ist, wenn ich mich selber einfach von den Höllenkriegern bannen lasse? Also, ja, Mira, wir haben eine Entscheidung getroffen. Guck hier, bitteschön. Ich bin gebannt von den Höllenkriegern. Ich bin ausgeschlossen. Das geht nicht. Du kannst dich nicht selber bannen lassen. Kann ich mich selber bannen lassen? Mira, was soll das bedeuten? Mira? Ihr müsst jemand anderes auswählen. Das ist inakzeptabel. Was meinst du? Hä? Mira? Nein. Nein, Mira. Bitte. Bitte, Mira. Bitte. Ich will nicht jemand antworten. Bitte. Mira. Nein. Leute. Ich will nicht jemand von... Nein, wir müssen jemand anderes auswählen. Wir können uns nicht bannen lassen. Nein. Nein. Sie hat mich zum Ei teleportiert. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nein, nein, nein. Leute, warum? Warum, Mira? Warum tust du das? Warum tust du das? Ich wollte mich bannen lassen dafür, was ich getan habe. Jetzt kann ich es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht, Leute. Das heißt, wir müssen wirklich jemand von den Höllenkriegern verbannen, dass nicht ich oder Kiro sind. Ach, Leute, ich kann nicht mehr. Leute, lasst mir mal like, ein Abo da. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich finde das ein bisschen schade, dass wir das nicht können. Dass wir uns nicht bannen lassen können. Ich hab's versucht. Ich finde es ein bisschen schade, Leute. Naja, vielleicht nächste Folge kann ich es nochmal versuchen. Aber sonst müssen wir wirklich jemand bannen. Leute, das war jetzt super. Ich kann nicht mehr.